Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Ich wollte eigentlich ausprobieren, ob ich das ein bisschen schärfer spielen kann, aber das bringt der Computer nicht. Wieso, weiß ich nicht. Wir werden es wohl auch nicht erfahren. Auf jeden Fall nicht. Wir dürfen auf jeden Fall nicht an diese komischen Hörner-Dinger da dran kommen. Oder Knochen da. Ach, da ist eine Falle. Verlogene kleine Hure. Das Balg ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Nicht ein rostigen Zentil von mir. Gut. Hat sich das auch erledigt? Die wird sowieso so oder so ausgelöst, ob man will oder nicht. So, da haben wir Agronia unsere eigene Art umgebracht, aber der rutscht jetzt erstmal den ganzen Felsen wieder runter. Wie der eine da. Ach ne, ist ja gar kein Agronia. Oder? Nee, so eine Katze. Ja. Ja, komm. Braucht man nicht. Brauchen wir. Kann man gebrauchen. Geh. Gehen wir erstmal auf die Seite. Was auch immer hier uns erwartet, ich weiß es nicht. Ich war ja noch nie drin. Ist das aber eine Überraschung? Oh, Entschuldigung. Ja, dann geht doch nicht immer im Weg. Die steht in meinem Weg, die Frau. Gut, sie hat ihn umgebracht für uns. Deswegen ist sie eigentlich auch da, um uns zu helfen, ne? Habe ich gesagt. Habe ich gedacht, die Linda. Gesetzlose, ja. Nur mit. Was hat er denn da für eine Axt dabei? Eine einhändige, aber die kann man nicht gebrauchen. Die hat keine Spezialsachen. Also, ich meine, die ist schon was wert, aber ich meine, so. Ich versuche mal so aufzunehmen. Mal gucken, wie es das dann so klappt. Nehme, soll ich den Krucken? Ja, ich nehme den mal mit. Wenn nicht, kann man ja noch immer wegschmeißen. Und noch ein Gold. Jetzt haben wir den Korb mitgenommen, super. So, jetzt können wir auf die andere Seite gehen. Ich frage mich, wieso das immer so stark ruckelt. Wenn ich das Ding ja aus habe, hier die Aufnahme, das Aufnahmeprogramm, ist alles glocke und flockig und kein Problem. Und hast du nicht gesehen? Ich kümmere mich mal um die da hinten. Du wirst gar nichts mehr. Du wirst jetzt runterfallen oder auch nicht. Bleib doch hier. Nur mal ganz kurz. Ich will nur die Sachen nehmen, dann kannst du von mir aus da runterfallen. Ja. Tschüss. Tschüssen. Ich wollte nur die Sachen haben. Sonst ist mir das egal, was du damit hast. Ein Schild. Bier. Ja, nehmen wir das Bier auch noch mit.
Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist beim Kämpfen, das zu nehmen, das zu trinken. Gehen wir mal hier lang. Achso. Hier geht's weiter oder hier geht's wieder raus? Eins von beiden. Das weiß ich nicht. Hier geht's anscheinend weiter. Sieht aus, als würde der Boss wieder loslegen. Welcher Boss? Ich habe kein gutes Gefühl. Sache. Jo, jetzt sind wir drin, jetzt kommen wir uns. Eine seiner besoffenen Schimpftiere. Nur, dass er dieses Mal jeden zu einem Duell drüben im Loch herausfordert. Warte, halt, stopp. Jetzt bin ich dabei. So. Eigentlich nichts. Ja, dann stell dich doch nicht jedes Mal da in meinen Weg rein. Du dumme. Warten wir hier mal ganz kurz. Achso, da ist schon einer wieder. Es ist noch nicht. Ja, dann heil dich mal oder so. Ihr seid eine Schande für euresgleichen. Wir gehen erstmal da rein. Ich kann euch nicht besiegen. Wer kommt denn als nächstes da? Keiner, gut. Dann können wir jetzt erstmal regenerieren und die untersuchen hier. Langbogen, nö, Dietrich, ja, Gold, ja, der Rest kann sie halten. Sonst haben wir gleich, können wir gleich wieder nicht laufen. Müsste ja noch der Boss sein, den sie eben erzählt haben, wovon sie eben noch erzählt haben. Oh. Naja, Bier, Wein, Bier. Okay. Das ist eine ganze Festung, Alter. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ja, das ist alles erstmal. So, jetzt gucken wir uns links und rechts nochmal an, was hier alles so ist. Den durchsuchen wir mal gerade. Die Axt, ja, die kann er behalten. Den Rest, ja. Hier liegt nochmal erstmal ein Buch. Das nehmen wir mal gucken, was das da ist. Schwere Rüstung verbessert auf 22. Ja, okay. Nehmen wir trotzdem mit. Lesen wir Weihnachten dann mal vor. Ich weiß wohl nicht, wo sie gerade hin. Ach so, da schießt einer hinter mir auf mich. Ach so, und die Linda steht da einfach nur so. So. Hier direkt mal ihr Schwert fallen lassen. Was haben wir denn da? Stahl, Eisenfalle, Langbogen, Dolch, Dietrich. Wieso haben die eigentlich immer nur einen dabei? Naja, okay. Wo will ja nicht mehr kommen, ne? Aber. Vielleicht ist hier noch was Nützliches. So wie dieser kleine Heiltrank da. Ansonsten sollten wir mal da hochgehen, da durchgehen.
ziemlich großes Ding hier. Unter der Erde haben sie sich hier gebaut. Guck mal nochmal gerade unten, ob da unten noch was ist. Ich weiß, ich gehe jetzt wieder zurück, aber... Hoppala. Ach, hier ist noch eine Kiste. Siehst du, die hätte man jetzt bald vergessen. Black nehmen wir nicht mit. Dietriche, Gold. Ja. Nimm mit. Gut. Sehr gut. Dann kann man ja jetzt hier theoretisch hochgehen und dann auf die und dann da weiter. Warte mal, wir gucken. Kontrollieren nochmal die Regale. Okay, hier sind nur Becher und Töpfe und so drin. So. Warte. Bevor ich wieder weiterlaufe und gleich von irgendeinem abgemurkst werde, speichern wir hier erstmal ab und dann. Hier unten oben geht's doch, hier geht's auch weiter. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ja, okay, gut. Dann wissen wir das schon mal, dass es hier nicht weitergeht. Oder doch? Naja, du siehst ja, die kommen hier hoch. Naja. Hier gibt es auch Orks. Gut, die haben wir eben, die haben wir nicht gesehen. So, Zaubertränke. Da hätte ich jetzt gerne. Heiltrank ist nicht unbedingt. Abregieren. Ich kann es gar nicht selber machen. Dankeschön. So, jetzt regenerieren wir hier erstmal. Nee. Ja. Restkanal behalten. Ja, siehst, das ist aber jetzt eine Agonie hier. Hier muss noch irgendwo einer sein von denen. Nee. Bevor. Ja. Stopp. So. Zu den Waffen. Ich weiß nicht, wieso das so arg ruckelt, aber entscheidend. Ihr die Oberhand gewinnen. Seid ihr bereit, heute zu sterben? Wenn du so... Los, versucht doch euch zu wehren. Gehen wir erstmal zurück. Nehmen wir erstmal eine Truhe. Gold, einen Ring. Zerstörungszauber kosten wenig. Ja, geil. Das legen wir direkt gleich mal an.
Und nehmen wir noch mit. Ja. Willst du mich jetzt verarschen? Nee. Nee. Gut. Sonst noch nützliche Sachen? Ja, einen kleinen Heiltrank. Bisschen Kuchen. Käse. Nur den Rest kann er sich sonst mal hin tun. Und jetzt gehen wir erstmal da weiter runter, weil ich denke mal. Und den Rest kann er behalten. Ich werde auf euer Grab anrichten. Ja, super. Echt? Ja, ja, ich krieg euch schon. Ich bin schon längst tot. Ich weil schon nicht mehr unter den Lebenden, du Affe Arsch. Guck mal, die klemmt uns hier ein, die blöde Fotze. Echt, da krieg ich zu viel. Jetzt bezahlt ihr. Nee. Meinst du, oder was? Dann komm doch her. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ja, weiß ich auch, dass du hier irgendwo bist. Ich hab dich ja eben schon gesehen. Denk daran, immer auf den in der Mitte ziehen. Ja, das war echt, ich freue mich. Du heilst dich und heilst dich und die dumme Frott.
Ja, Entschuldigung. Die Nummer Q, die guckt dir dabei zu, wie's. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ja, ja. Ich zeig dir gleich, was ich kann und was ich nicht kann. So, jetzt müssten wir ja so einiges mehr an Schaden machen. Geh doch mal weg, du hässliche die steht genau dir in auf dem Schlauch steht die dir, weißt du? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Warte, wir suchen uns jetzt nochmal eine Waffe aus. Wir haben ja noch ein klein wenig Zeit. Can you hear me? Wo steht denn der Affe überhaupt? Dann kann ich den auch mit dem Bogen wegwerfen, wegmachen. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Bleibt doch mal stehen! So, wo ist der jetzt? Der Hobbel. Der kommt gleich irgendwo her und dann, ja. Ich krieg euch schon! Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ja, da müssen wir halt nochmal neu laden. Das ist mir jetzt egal. Mann. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ja, ich weiß auch, dass du hier irgendwo bist, nur ich sehe dich halt nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier ist nix. Ach, hier ist eine Truhe. Gut, dass man die jetzt gesehen hat. Ja, ist okay. Ja, gib mir doch mal eine Chance. Gut, in die Richtung erstmal nicht. Ach dann. Ach Meister, ja, da mal jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich hole mir jetzt erstmal eine Axt und dann sehen wir mal weiter. Achso, hier schon wieder nix. So, dann ich wollte erstmal eine Waffe auslegen, aber ich hatte ja gerade die Fähigkeiten gesehen, deswegen kam ich jetzt da so drauf. So, wird erstmal gespeichert. Und wenn die Folge länger dauert, ich will jetzt den A-Start getötet haben. Alles
schubsen mich immer nur rum. Schluss damit! Jetzt reicht es! Nee, sehe genauso wie du. Ich krieg euch schon. Ich schlag einmal zu und da passiert gar nichts. Das ist also. Was? Ach, jetzt sind wir hier in dem Käfig. Ich krieg doch die Pimpanellen, du. Echt. Ich will jetzt den Arsch da töten. Ich weiß zwar nicht, wo der hier steht. Ich werde auf euer Grab. Wieso läuft er denn jetzt weg? Also, ich verstehe das nicht. Bleib doch stehen, du Affe. Versuchen wir es mal von da oben. Das kann doch nicht wahr sein. Echt, das ist... Ach, weißt du, ich hasse das, wie die Pest, das Zeug. Und dann muss ich mir das nochmal angucken irgendwo. Jetzt hocke ich schon wieder hier fest. Geh doch mal weg, du hässliche Troller, du. Echt. Ich will den Affen töten von hier aus. Ich kann ja nicht, keine Feuerbälle schmeißen. Och, die laufen mir im Schuss rein, die dumme Hotze. Ja, ich schieß schön die Pfeile in das Holz rein, also... Ich verstehe das nicht. Nee, aber ich kann wegrennen. Ich werde auf euer Grab anstoßen. Das kann ich. Aus dem Grab entkommen kann ich, weil da habe ich keine Schnitte.
Befehl in der Mitte. Ja, wenn die sich da hinstellen, kann ich auch nichts dafür. Ja, ich flipp gleich aus. Dem reiß ich gleich den Schädel ab, den Typ. Und stopp ihn da, wo keine Sonne hinscheint, rein. Dass er, weiß ich. So, entweder sind jetzt beide tot oder... So, jetzt belebe ich die wieder. Ich hoffe nicht, dass er da gleichzeitig mit wiederbelebt wird. Anscheinend nicht. Ja, ein Eisenfall. Ja, kann ich nichts dafür. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt sie ja gleich nochmal wieder. Ja, echt, der läuft und läuft. Da ist doch nichts, du hirnloses Stück Scheiße, was du bist. Er hat noch immer die Pfeile auf dem Rücken, hat aber schon längst was anderes ausgerüstet. Also, ja, durch die ganze Höhle laufe ich jetzt nicht nochmal. Die müssen ja jetzt alle tot sein und wenn die Linda gleich nicht kommt, dann, ja, dann weiß ich es auch nicht. So haben wir ja hier alles leergeräumt. Ist ein bisschen unbegreiflich. Naja, zumindest ist er tot und ich bin hier raus und wenn die Linda jetzt auch tot ist, dann... Dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt alleine zurechtkommen. Zumindest habe ich sie einmal ein bisschen zu viel angepackt wo ich das letzte Mal hier das Spiel gespielt habe. Und dann ist sie aggressiv geworden und wollte mich dann töten. Dann habe ich sie dann getötet und dann war sie weg. Jetzt gehen wir uns mal ganz leicht um. Aber da scheint nichts zu sein. Also haben wir verkackt. Naja. Zumindest haben wir die Höhle jetzt schön befreit vor den ganzen Typis und so. Dann speichern wir hier mal. Hier kommt ja im Moment nichts gerade. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin. Auch wenn ich mich ein paar Mal geärgert habe und Sachen gesagt habe, die ich... auch so gemeint habe, wünsche ich euch trotzdem erstmal viel Spaß mit dieser Folge, bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal, wünscht euch euer Yoshi, ciao!